Und jetzt kommt Elisabeth Seitz. 28 Jahre alt vom MTV Stuttgart. Ich hatte es gesagt, WM Bronze 2018 in Doha am Stufenbarren an ihrem absoluten Spezialgerät in Cluj 2017 und in Berlin 2011 gab es EM Bronze und EM Silber, jetzt aber hier München 2022. Hat einen hohen Ausgangswert mit 6,2. Ja, zweites Flugelement, Jäger gegrätscht. Hindorf gebückt, Packseite zum Unterneuen. Sehr flüssig bisher. Sehr schwierige Verbindung. Chapeau Metall bei Drehung wieder zum oberen Holm. Sohl Umschwung, ganze Drehung und Zuckerhara. Zuckerhara gehockt in den Stand. Elisabeth Seitz. Starke Übung. Hier in München. Glückwünsche von Robert May und der Jubel hier in der Olympiahalle in München. Das könnte für eine Medaille gereicht haben. Ja, ist durchaus drin. Also Eli hat auf jeden Fall erstmal abgeliefert. Hoffentlich liefern die Kampfrichter natürlich auch ab, ja, in ihrem Sinne. Vielleicht schafft sie dann noch die Italienerin vom Platz 3 zu verdrängen. Aber es war wie immer, wie man es von ihr gewohnt ist, eine starke Übung. Also D'Amato weiß ich nicht, aber Laurette Chappie 14,166, die Französin, die momentan noch auf Rang 2 liegt. Das ist möglich nach dieser Übung. 14,433 Gold für Elisabeth Seitz. Die Goldmedaille am Stufenbarren hier in München. Das ist natürlich sensationell. 0,33 Punkte vor der Italienerin D'Amato gewinnt Elisabeth Seitz hier den EM-Titel. Meine Güte, sie kann es selbst kaum fassen.